Leute, hier aus dem schönen Koh Samui. So, habe heute wieder ziemlich lange geschlafen, ich glaube bis um 11, halb 12. Dann beim Runtergehen habe ich den Felix kennengelernt. Er kommt aus Frankreich, ist halb Japaner und möchte sich auf jeden Fall mal Thailand anschauen. Mit dem werde ich ein bisschen das Land bereisen. Wir haben schon ein paar grobe Pläne gemacht, wohin wir alles gehen werden. Heute bleiben wir noch auf Koh Samui, morgen gehen wir weiter nach Koh Phangan. Schauen wir uns an. Heute habe ich jetzt erstmal als Mittagessen mit das hier gegönnt. Pad Thai, bam! Mit Catfish und Chicken. Zusammen habe ich dafür jetzt 150 Baht bezahlt. Oh, das ist die nette Dame, die mir das Essen bringt, die auch das Essen gemacht hat. Die war so nett, hat mir auch noch Kräuter und Gemüse mitgegeben. Sehr, sehr geil. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, 150 Baht, das sind circa 1, 2, 3, 4, das sind noch nicht einmal 5 Euro für so ein lecker Essen, ich glaube 4,50 Euro etwa, unschlagbar, Leute. Nicht vergessen, geht auf jeden Fall an so Street Kitchen, super günstig, super lecker, also das Beste, was es hier in Thailand gibt. Okay, ich werde jetzt mal ein bisschen mampfen und dann gehen der Felix, so heißt er genau, und ich dann an am Strand, wir müssen relaxen und ich werde ein bisschen Beachvolleyball spielen. Dann bis heute Abend oder später. Ciao! Hey Leute, hier aus dem schönen Koh Samui. Ich habe heute aus dem P168 Hostel ausgecheckt. Aus dem Grund, diese kleinen Kapseln, das ist gar nicht mein Ding. Also ich möchte echt irgendwo stehen können, wenn ich aufwache. Und möchte auch mein eigenes Bad haben, weil mich nervt es wirklich, wenn du, also bei allen Hostels, wo ich bis jetzt war, geht man ganz normal duschen, so eine Gemeinschaftsdusche, aber natürlich einzeln separate. Aber das Problem ist, bei den ganzen Hostels, die Bäder sind nicht gekühlt. Das bedeutet, ihr duscht und während ihr euch anzieht, seid ihr wieder am Schwitzen, weil es brutal warm ist. Deswegen, also ich habe jetzt in einem normalen Hotel eingecheckt und es einfach kühl haben, wenn ich rausgehe und nicht wieder anfange zu schwitzen, weil das bringt ja dann gar nichts. Da kann ich ja wieder duschen, das wiederholt sich dann alles. Ja, Hostel wirklich nur für, glaube ich, ein bisschen Jüngere, denen es egal ist, wenn sie geduscht haben, dass sie dann wieder schwitzen, aber das ist nicht so mein Ding. Ja, jetzt bin ich wieder bei Moody's Street Kitchen, genau hier. Da war ich gestern schon essen und habe, was habe ich denn bestellt? Frittierter Reis mit Beef und einer Chili-Paste. Schmeckt extrem gut, super lecker und kostet auch nur, ich glaube, 100 Baht. Also sehr, sehr günstig, wie immer. Genau, so schaut es aus hier. Es ist so ein Local Mini Food Court. Ist ziemlich cool hier. Ja. Wie schaut es noch so aus? Ich war gestern Beachvolleyball spielen beim Beachbar Samui, ziemlich cool, nette Leute, auch ein paar Deutsche getroffen und jetzt fahre ich gleich zu einem Bekannten, der wohnt auch in der Nähe von Frankfurt, den kenne ich schon ziemlich lange, den werde ich hier besuchen, der ist mit seiner Familie und danach werde ich wieder eine Runde Beachvolleyball spielen. Genau, mal schauen, ob ich ein bisschen hier abspecken kann, das wäre ziemlich gut und ich glaube, dann mache ich mich auch bald wieder Richtung Phuket oder Khao Lak, mal schauen, wo es mich hintreiben wird, aber ja, ist ganz schön hier, sehr, sehr warm, also ist echt warm, leicht bewölkt, das heißt, die Sonne knallt nicht so, ansonsten, ja, was gibt es noch so zu erzählen, genau, ich habe einen Japaner kennengelernt, mega cooler Typ, dem werde ich vielleicht auch noch mal an den Strand gehen und genau, ein paar Italiener habe ich kennengelernt, ein paar Spanier, die sind echt mega, mega nett und mit denen werde ich heute Abend vielleicht noch mal an Tour gehen. Super, dann bis später, ciao! So, mein Essen ist nun gekommen. Ich habe mir Beef mit Chili geholt, Chili-Paste, dazu gibt es Reis und einen Coconut Shake. Das sieht extrem lecker aus. Ich kann euch sagen, ich habe ja gestern schon hier gegessen, schmeckt mega, mega gut und probier grad mal den Shake. Super lecker, Leute. Guten Abend, hier aus dem schönen Phuket. Ich bin jetzt wieder an Mama's Street Kitchen. Das heißt Street Kitchen, das ist so ein kleiner Food Court hier.
Ich habe heute Nachmittag habe ich ein paar Freunde aus Hüttengedest besucht, das sind auch Thais, die sind hier im Urlaub. Und danach war ich ein bisschen Beachvolleyball spielen. War ganz nett, der Land ist zwar ein bisschen rau, aber hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und ja, dann bin ich ins Hotel gegangen. Wie gesagt, habe mir jetzt kein Hostel mehr genommen, sondern ein Hotel. Ich will mein eigenes Bad haben, ein gekühltes Bad und ein eigenes Bett für mich. Und möchte auch einfach mal, nachdem ich geschlafen habe, einfach mal aufstehen und nicht in einer Kapsel rauskriechen müssen. Ja, ansonsten habe ich mich mal ein bisschen frisch gemacht, habe eine Runde geduscht, mich kurz hingelegt, bin ein bisschen groggy. Jetzt werde ich mir hier was zu essen bestellen für Takeaway und mal schauen, was der Abend noch alles so bringt. Vielleicht, also ich habe die Spanier getroffen, die haben gefragt, vor Abend vielleicht Bar, mal schauen. Ich bin ein bisschen müde, aber we will see. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder bei euch einen schönen Mittag. Bis dann, Leute, ciao!